Das geht aber weit runter. Was ist das jetzt hier? Ich dachte mir gerade, hey, gehst du einfach mal zurück, holst dir Sachen und so weiter und so fort. Und dachte mir so, stimmt, du bist ja die Treppe gar nicht runtergelaufen und so weiter. Und jetzt ist hier sowas. Ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ach jo, das ist das Haupttor. Oh, warte mal, wenn wir hier schon mal gerade sind, da konnte ich doch mit dem Haken irgendwie hoch oder so. War da nicht irgendwas? Oder war hier gar nichts? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, hier war gar nichts. Stimmt, das ist der Haupteingang. Wo ich noch gesagt habe, ah nee, hier gehen wir nicht rein. Weil ich dachte, das wären so Arena-Kämpfe halt, ne? So diese Klischee-Arena-Kämpfe. Ja, dass das von der Story her ein Ort ist und dass das anders aufgebaut ist, das habe ich mich nicht mehr dran erinnert. Gut, gut, gut. Dann gehe ich nach oben, hole mir Heiltränke. Und guck auch, was, womit ich mich neu eindecken kann, also ausrüstungsmäßig, was halt Sinn macht, ob ich da was verkaufe oder darin verwende, meine Waffen aufzubessern oder so. Werde ich dann sehen. Ich schneide das Ganze aber raus, sodass wir uns dann eben gleich wieder bei dem Champion der Arena wiedersehen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und der Typ ist einfach nicht mehr da. Blöder Händler, wo bist du? Oh Gott. So, jetzt. Weg, 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 weg. Wo ist er? Ah! Wo ist das? Wo ist er? Ah! Ich weiß nicht, wo er ist. Ich lass doch mal das. So weit war ich bis jetzt noch nicht. Ich habe erstmal gestaunt. Oh, schön, der Händler ist gar nicht mehr da, wo er vorher war. Der ist jetzt in der Stadt halt beim ewigen Thron. Was heißt Stadt, ne? Aber beim ewigen Thron halt ist der. Ich habe mich mit Heiltränken eingedeckt. Ich habe Sachen verkauft. Neu eingedeckt hier. Ich glaube, Schuhe, Oberteil, irgendwas dergleichen. Talisman oder irgendwie sowas. Hab noch ein paar Techniken gekauft. Und hab noch, da wo der Händler vorher war, bevor ich in die Goldene Arena bin, eine Seite des Todesbuch, Buch des Toten, der Toten gefunden. Jetzt hoffe ich, dass ich das hier überlebe. Also der erste Teil war ja gar nicht mal so schlecht, ne? Oh. Jetzt fängt's an schon zu kribbeln. Okay, jetzt macht er das wieder. Ich hoffe, der macht wieder dieselben Sachen. Weil dann würde ich nämlich auf Abstand bleiben, auch wenn es länger dauert. Aber gegebenenfalls schneide ich das dann euch zusammen. Wenn es immer dasselbe ist, natürlich, ist es idiotisch, das euch zu zeigen, ganz klar. Aber wenn das halt so ausartet wie vorher auch, why not? Müssen nicht immer sehen, wie ich hier auf Abstand gehe. Sicher ist sicher, ne? Wieder?
Und jetzt bam, bam, bam. Bam, bam. Auf ihn auch drauf. Oh nein, jetzt muss ich wieder ausweichen. Schon mal gut. Wenn man sowas weiß, dann ist das ja schön, ne? Da kann man Taktik anwenden, auch wenn ich sehr auf Distanz gehe. Und es für euch halt auch sehr eintönig dann ist. Aber gut. Ich nehme das ja nicht ohne Grund raus. Ich mache nur die spannenden Stellen rein. Weil ich konzentriere mich, sage nichts dabei. Bin hier so auf Abstand, mache Stück für Stück ihm Schaden, bis er dann irgendwann so schwächelt. Versuche auszuweichen. Was manchmal klappt, manchmal nicht so. Aber es hält sich in Grenzen. Oh oh. Da macht doch jetzt was. Ah, nee, doch nicht. Sah gerade für einen Moment aus, als würde er was anderes machen. Was passiert jetzt? Oh Gott sei Dank, wie diese Sequenz. Wir haben es geschafft. Ein bisschen umständlich, aber Hauptsache geschafft. Der goldene Schädel, der Preis, den du in der goldenen Arena bekamst. Und noch eine Kiste. Das ist ja lieb. Was ist in der Kiste? Chaosfang. Diese Sense trägt die unverkennbaren Zeichen der vier Reiter. Als Chaosfang bekannt, sorgt die Sense für üppige Ernte und jenen, die so unklug sind, Tod herauszufordern. In vielerlei Hinsicht ähnelt der Chaosfang der Waffe des Reiters Krieg, dem berüchtigten und tödlichen Chaosfresser. Stimmt. Ja, Chance auf Kritschaden, kritischer Schaden. Ja, Verteidigung geht zwar dann runter. Wir müssen es mal gucken. Ich habe halt, das ist der Nachteil, wenn man mit Waffen halt Verteidigung pusht, ne? Aber ich möchte jetzt auch eigentlich dann wieder Geld sparen, damit wir so eine Kiste mit einer Besessenen... Macht das Sinn? Sich eine Kiste mit einer Besessenen vom Vulgrim zu holen. Eigentlich können wir uns doch auch hin teleportieren. Also. Oder? Weltkarte? Da, der goldene, der ewige Thron. Sollte man sich doch hin teleportieren können, ne? Ja, Schnellreise. Schnellreise. Weil im Verlies habe ich ja jetzt alles. Das ist, soweit ich weiß, jedenfalls. Dass wir uns hierher begeben können. Da hinten ist auf der anderen Seite. Da hinten ist er nämlich jetzt. So, ich quatsch nochmal mit dem. Das nennst du das Reich der Toten? Ich habe noch keinen Leichnam getroffen, der nicht versucht hat, mich zu töten. Es gibt Wesen in diesem Reich, die es nicht beim Versuch belassen. Ich nenne sie die Blutlosen. Albträume aus Klauen und Knochen, die nicht mit gewöhnlichem Stahl erschlagen werden können. Es muss eine Möglichkeit geben, sie zu töten. Blutlose sind verwundbar durch Dinge des Geistes. Gleiches tötet Gleiches. Ist es das? Ja. Und da der König der Toten sehr angetan ist von seinen Blutlosen, solltest du so viele wie möglich töten. Blutlose. Wie entstehen diese Blutlosen? Seelen müssen die Stadt der Toten durchqueren, bevor sie im Quell neu geboren werden. Aber manche entkommen ihren Qualen und suchen andere Reiche heim. Und so wandeln die Toten wieder. Und die Verdorbensten unter ihnen werden zu Blutlosen. Ihr Fleisch kann vernichtet werden. Aber ihr Geist widersteht dem Töten. Ja, mal gucken. Das klingt ja eigentlich schon sehr danach, als würden wir mit so Blutlosen noch zu tun bekommen, oder? Naja, gut. Drei Blutlose in den Schmiedelanden?
Ach, ich glaube, das sind diese Schattendinger, oder? Würde ich jetzt behaupten. Bitte, sieh dich um. Ich behalte die mal sicherheitshalber noch. Man weiß ja nie. Fairer Preis. Und ich gehe nochmal kurz ins Lager unten, um zu gucken, ob ich dadurch schon halt reingerankomme. Aber ich glaube, einmal kaputt bleiben die kaputt, oder? Oder? Schade. Man merke Sachen erst kaputt machen, wenn man vielleicht irgendwas gebrauchen könnte. Nicht das Geld deswegen kaputt machen. Oder weil man es kann. Oder Zerstörungswut hat. Zerstörungsdrang. Ich war hier unten. Ich wollte nicht zu dir. Du quatscht mich trotzdem von der Seite an. Oder über mir? So, dann sprechen wir mit dem Kanzler. Hier hast du deinen Kopf. Ich möchte gerne zu dem Anführer. Bitte, danke. Ich hatte so sehr gehofft, du würdest nicht zurückkehren. Was ist nun mit dem Champion der Arena? Er wird dich nicht mehr unterhalten. Nein, unmöglich. Ich glaube, dein König wird mich jetzt empfangen. Ich kann dich nicht abweisen. Du stinkst nach den Lebenden, Reiter. Nach längst fälligen Seelen. Du bist hier nicht willkommen. Schade, ich fing gerade an, es hier zu genießen. Dann bist du noch nicht lange hier. Milliarden Seelen bevölkern mein Königreich. Die ganze Menschheit heult nach Vergeltung. Doch ich sehe, du bist mit solcher Musik bereits vertraut. Was willst du denn von mir, Reiter? Zeig mir den Weg zum Quell der Seelen. Was willst du dann dort? Macht über Leben und Tod? Oder hoffst du auf Absolution? Brudermörder, ich frage mich, wo die Seelen deiner Brüder sind, denn sie haben mein Reich niemals passiert. Dein Reich braucht wohl kaum weitere Untertanen. Wohl wahr. Und doch muss ich mich dem Geschmeiß ohne meine Fürsten stellen. Das ist nicht mein Problem. Mach es zu deinem Problem. Dann erfülle ich dir deine Bitte. Finde meine drei Fürsten der Toten und erwecke sie aus ihrem Schlaf. Das wird sie dir gefügig machen. Bring mir die Fürsten zurück. Damit sie die Last mit mir teilen. Okay. Interdiktion. Gib dem Träger das Kommando über die Fürsten der Toten von den toten Ebenen. Es gibt die Errungenschaft mit Zubefehl. So, das da habe ich jetzt. Dies und das und jenes. Dann gehe ich wieder raus. Dann gucke ich mal. Laber nochmal den Kanzler an, weil man weiß ja nie. Okay. Vergeudest du deine Zeit? Du vergeudest meine Zeit. Ach, meine Zeit, nicht deine Zeit. Okay. Dann quatsche ich den Typen nochmal an. Der ist mir mega sympathisch, der Traven. Oder das, was von Traven übrig blieb, ne? Aber gut. Achso, warte mal. Der fahle Reiter. 10.000? Ah, ich habe nur 10.000. Okay, ich brauche nämlich noch 40.000. Dann habe ich nämlich alle Trainingsdinger da von ihm. So, dann gucken wir mal, wo wir anfangen, ne? Weltkarte? Oha. Was ist damit gemeint? Zurück zur Goldenen Arena? Aha. 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 Da muss ich hin. Grab des Pharisäers. Das ist übrigens das Labyrinth des Seelenlenkers. Grab des Judikators, da muss ich dann auch noch hin. Und Höhle des abgesetzten Königs sowieso irgendwann mal.
ist denn das andere Grab? Bin ich blind? Vermutlich bin ich blind. Ich würde gerne wissen, was das für eine Truhe ist. Deswegen reise ich jetzt mal dorthin. Und guck mal, was das für eine Truhe ist. Und dann geht's zum Grab des Pharisäers. Grab des Judikators und der dritte, wo ist der? Ich laufe verkehrt. Bin ich jetzt richtig? Ja, okay. War mir jetzt schon wieder nicht so sicher. Gut. In die Richtung. Guck, hier ist nämlich auch so einer. Ich weiß noch nicht, wie ich die aktiviere. Das ist halt mein Problem. Die sich einfach von alleine zeigen oder nicht? Ach, hier war das mit dem Portal noch so. Ah, nee, das kann ich noch nicht. Danke, danke, dass ihr mich hochlasst. Das ist sehr zuvorkommend von euch. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das ist schön. Sachen mit Geist. Muss ich ja die Möglichkeit haben. Dann müsste ich ja eigentlich noch was kriegen, oder? Ich erinnere mich einfach nicht mehr. Irgendwas Geistmäßiges. Dass man sich selber quasi zu einem Untoten oder Geist oder irgendwas dergleichen machen kann.